So, die meisten Stimmbezirke sind ausgezählt. Über 55%. Was sagen Sie zu Ihrem Ergebnis? Ja, geil, würde ich sagen. Also richtig gut, ich bin total zufrieden. Ich hatte beim letzten Mal 48,6%. Und jetzt habe ich mich, glaube ich, nochmal steigern können. Wir wissen ja das absolute Endergebnis jetzt noch nicht. Aber das ist absolut positiv und ich freue mich richtig und bin absolut dankbar. Und wie wird gefeiert? Gefeiert wird nebenan im Fraktionszimmer erstmal. Wir haben so ein paar Kaltgetränke dabei. Und dann gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben keinen Saal oder irgendwas gemietet, wie das früher alles war, weil ich immer ein Fan davon bin, erstmal das Ergebnis abzuwarten. Und meistens sind die spontanen Partys auch die besten. Und was kommt morgen? Morgen werde ich das erste Mal meinen Wecker nicht anschalten. Ich bin heute Morgen schweißgebadet aufgewacht und habe geträumt, ich hätte vergessen zu wählen. Es wäre 18 Uhr. Und morgen werde ich also den Wecker auslassen, erstmal ein bisschen schlafen und dann werde ich ab morgen wahrscheinlich jede Menge E-Mails beantworten und Telefongespräche führen. Und morgen Abend fahre ich nach Hannover, weil am Dienstag die Fraktion tagt, die neue Landtagsfraktion. Und dann geht die Arbeit in Hannover wieder weiter. Ja, Herr Oldebuttel, heute geht ein intensiver Wahlkampf für Sie zu Ende. Was sagen Sie so zu dem ersten Ergebnis? Ja, also ich denke, wir in Ostfriesland können sehr zufrieden sein mit dem Ausgang der Wahl. Vor 5 Jahren hätten wir gedacht, dass die FDP jetzt gar nicht mehr existiert. Aber wir haben gut zugelegt. Wir sind jetzt ungefähr bei 6% in meinem Wahlkreis. Damit bin ich sehr zufrieden. Alles Weitere muss sich dann zeigen, wie der Abend verläuft. Und so, wie haben Sie den Wahlkampf empfunden? Es war Ihr erster Wahlkampf in der Form oder... Ja, für die Landtagskandidatur war es der erste Wahlkampf. Die Stimmung war positiver als das Ergebnis, aber ich gehe davon aus, dass wir in dem Rennen um die Führungsposition in der Großen Koalition aufgerieben wurden. Herr Biermann, jetzt geht ein intensiver Wahlkampf für Sie zu Ende. Was sagen Sie danach? Also es war ja Ihr erster Wahlkampf. Ja. Wie ist so Ihre Einschätzung? Wie ist das Ganze gelaufen? Gelaufen ist es sehr gut. Ich bin vor allen Dingen bin ich sehr, sehr dankbar für die vielen, vielen Menschen, die ich kennenlernen durfte. Ich durfte sehr viel lernen und das hat mir sehr viel Dankbarkeit auch gebracht. Das muss man ganz klar sagen, wenn Sie die verschiedenen Kategorien, die verschiedenen Gewerke, Landwirtschaft, Mittelstand und Heimatfeste, ich habe ja sehr viele Heimatfeste, Vereine besuchen dürfen und das ist mir schon sehr, sehr viel wert, weil ich ja gerne am Menschen arbeite und das möchte ich auch weiterhin tun. Und so die erste Einschätzung, was ist Ihr Gefühl heute von dem heutigen Abend? Gut, das Gefühl ist natürlich nicht so, dass wir sagen, wir können jetzt freudestrahlend weitermachen und auf ein super Ergebnis von mir hoffen, sondern man muss da realistisch sein. Wenn 2,5% in der Prognose nach vorne liegen, dann haben die Menschen in der Vielzahl dort rot bzw. die Sozialdemokraten gewählt. Und dann muss man auch beglückwünschen, muss man sagen, okay, so ist es gelaufen, wie es gelaufen ist. Aber dann wird ein Direktkandidat das auch nicht gegen einen Abgeordneten schaffen können. Das ist nicht möglich. Umgekehrt wäre eine reelle Chance gewesen. Wir haben sehr, sehr viel getan. Ich bin sehr dankbar für mein Spitzenteam. Von der Jungen Union bis zur Seniorenunion. Also wirklich ganz, ganz klasse Unterstützung. Ich bin da sehr, sehr stolz, dass wir da führen konnten. Hallo. Aber da muss man realistisch sein, das ist nicht machbar. Also das werde ich nicht holen können. Ich hoffe auf ein gutes Ergebnis. Und dann werden wir uns morgen wieder an die Arbeit machen.